Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des immer Barmherzigen. Liebe Zuschauer, ich heiße Sie wieder einmal herzlich willkommen in unserer neuen Ausgabe der Sendereihe Ramazan Spezial. Allah sagt im Heiligen Koran: Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu, kama kutiba alalladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Heißt: O die ihr glaubt, Fasten ist euch vorgeschrieben, wie es denen vor euch vorgeschrieben war, auf das ihr euch schützet. Liebe Zuschauer, meistens wird unter Fasten lediglich der Verzicht auf Essen und Trinken verstanden. Dieser Eindruck ist aber falsch. Der heilige Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, Frieden und Segen Allahs seien auf ihn, hat erklärt, lediglich auf Essen und Trinken zu verzichten, ist Hungern und Dursten, nicht aber Fasten. Zum Fasten gehört viel mehr, nämlich, dass jedes Körperteil des Menschen mitfastet. Die Augen fasten, indem sie nichts Unmoralisches ansehen, indem er seine Blicke kontrolliert. Die Ohren fasten zum Beispiel, indem sie sich keine üble Nachrede anhören, keine Lästerei zuhören. Die Zunge fastet, indem sie nicht lügt, niemanden beleidigt, niemanden beschimpft, sondern sie rezitiert den Koran, preist Gott. Die Hände fasten, indem sie niemanden verletzen und so weiter. Im Islam ist das Fastengebot nicht nur ausführlich beschrieben worden, sondern der Sinn und Zweck und die damit verbundene Belohnung werden auch erwähnt. Im Koran heißt es, damit ihr euch schützet, beziehungsweise Gottes Furcht und Rechtschaffenheit entwickelt. Der heilige Prophet Mohammed, sallallahu alaihi wasallam, sagte, das Fasten ist für den Gläubigen wie ein Schutzschild. Folglich sollten die Fastenden unter euch nicht Schlechtes sagen und sich weder unwissend und unüberlegt verhalten, noch entsprechend handeln. Wenn jemand verbal oder tätlich angegriffen wird, so sollte er sagen, ich faste. Ferner sagt er, unzählige Menschen fasten und leiden dabei Hunger und Durst, ohne davon zu profitieren. Unzählige Menschen stehen nachts auf und verrichten freiwillige Gebete und verzichten auf ihren Schlaf, ohne davon zu profitieren. Denn wer nicht aufhört zu lügen und weiter mit Lügen um sich wirft, dessen Hunger und Durst werden von Gott nicht belohnt werden. Dies soll uns verdeutlichen, dass wir beim Fasten auch auf unseren Charakter und Verhalten achten müssen und hohen moralischen Anforderungen entsprechen müssen. Pflicht für jeden Erwachsenen, ob Mann oder Frau, 29 bzw. 30 Tage lang zu fasten. Der Fastenmonat ist der 9. Monat im islamischen Kalender und heißt Ramadan. Und Ramadan steht für Fasten. Das Fasten hält für den Morgendämmerung bis Sonnenuntergang an. In dieser Zeit enthält man sich jeglicher Nahrung, also selbst kein Wasser. Am Anfang scheint es etwas ungewöhnlich zu sein, aber der Körper passt sich dem schnell an. Eine Besonderheit des islamischen Fasten ist es, dass man vor der Morgendämmerung Nahrung zu sich nehmen sollte. Vom heiligen Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam empfohlen, denn darin liegt Segen. Die islamischen Monate richten sich nach dem Mondkalender, da das Mondjahr um 10 Tage kürzer ist als ein Sonnenjahr. Deshalb rotiert der Fastenmonat durch die verschiedenen Jahreszeiten. Das Fasten wird kurz nach dem Sonnenuntergang traditionell gemäß der Sunna, also der Praxis des heiligen Propheten Mohammed sallallahu alaihi wasallam, mit einer Dattel oder Wasser gebrochen. Eine Dattel ist sehr nahrreich. Ausgenommen von der Fastenpflicht sind Kranke und Reisende, sowie Kinder, Schwangere oder stillende Frauen und solche, die ihre Periode haben. Solche Menschen sollen dann die ausgesetzten Tage nachfasten. Für solche, die das Fasten aus gesundheitlichen Gründen gar nicht vollziehen können, schreibt der Koran dies durch eine Ablösung, die darin besteht, einen Arm zu speisen, auszugleichen. Oder wenn jemand das Fasten aussetzen muss und er sich leisten kann, einen Arm zu speisen, sollte er dies tun. Heißt, er soll Fidya zahlen. Liebe Zuschauer, heute werden wir uns inshallah wieder mit dem Thema Fasten befassen und einige Fragen zum Thema Ramadan klären. Und um diese Fragen zu beantworten, haben wir heute in unserem MTA-Studio Herr Usman Nawid Saab aus Hannover und Mustanzir Ahmed Saab aus Münster eingeladen. Usman Saab und Mustanzir Saab, ich heiße Sie auch herzlich willkommen in unserer Sendung. Usman Saab, kommen wir direkt zu unserer ersten Frage. Wie ich gerade erwähnt habe, ist für diejenigen, die gesundheitlich, aus gesundheitlichen Gründen nicht fasten können, steht auch darin, dass sie Fidya zahlen können. Ja? Aber ist der Lohn bei Zahlung der Fidya geringer als beim Fasten? Bismillahirrahmanirrahim. Im Namen Allahs, des Gnädigen, des Barmherzigen. Im Heiligen Koran steht es, Allah sagt, dass diejenigen, die wegen Krankheit oder Reisen nicht fasten können,
die sollen Fidya zahlen, also einen Ausgleich, eine Ersatzleistung zahlen. Und das ist ein Gebot Gottes. Und derjenige, der Allahs Gebot verfolgt oder befolgt, er wird natürlich von Gott belohnt. Ja. Er wird von Gott gesegnet. Genauso wie derjenige, der fastet, weil Gott von ihm verlangt. Genauso wird auch derjenige, der wegen seiner Krankheit oder wegen Reisen verhindert ist zu fasten, aber sein Fidya zahlt, wird genauso belohnt, weil er Gott gehorsam war. Denn es ist nicht sein Vergehen, wenn er krank ist. Ja. Die Gesundheit ist von Gott gegeben. Und wenn jemand weniger gesund ist und nicht in der Lage ist zu fasten, dann hat er auf der anderen Seite diese Möglichkeit, durch das Fidya diesen Defizit sozusagen in seinen guten Taten auszugleichen. Sag uns mal so, aber war das auch die Art vom Fasten vor dem Islam auch so gewesen? Im Heiligen Koran heißt es in der Surah Al-Baqara: Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bedeutet sinngemäß, dass Allah hat euch vorgeschrieben zu fasten, so wie es die früheren Völker oder die früheren Leute, Menschen gefastet haben. Das heißt jetzt nicht, dass die früheren Menschen genau so auf der gleichen Art und Weise gefastet haben wie wir, aber sie haben gefastet. Und wenn wir uns schlau machen, dann wissen wir, dass im Christentum, im Judentum und im Hinduismus und in anderen Religionen verschiedene Art und Weisen gibt zu fasten. Im Hinduismus und Christentum als Beispiel finden wir, dass dort kein Sehri gibt. Also die Nahrung morgens nahrungslosig zu nehmen. Frühstück, ja. Also dass man sich morgens aufsteht und nahrungslosig nimmt. Das ist ein Unterschied zwischen dem islamischen Fasten und dem Fasten der Juden und Christen. Ja. Dann die Hindus als Beispiel, die verzichten auf manche Nahrung, ja, auf einige Nahrung, einige von Gott gegebenen Sachen. Genau, also wie das auch erwähnt ist, also im Hinduismus heißt es auch, auf Feuer gekochtes darf nicht verzehrt werden, ja? Zum Beispiel ja. Richtig, ja. Richtig, ja. Oder im Christentum ist es so, dass an manchen Tagen sollte man kein mit Hefe gebackenes Brot essen. Mhm. Und an manchen Tagen sollte man kein Fleisch essen. Genau. Aber im Islam heißt es, dass man von morgens bis abends nichts zu sich nehmen sollte. Ja, also wie gesagt, also das Fasten hat man auch in den früheren Religionen gesehen, im Judentum, im Christentum, Hinduismus und so. Also das Fasten ist auch wirklich jetzt in jeder Religion dabei. Also in jeder Religion wird das Fasten schon als ein Gebet angesehen, ja. Sakalos Mansab, meine nächste Frage ist an Mustansesab. Wir haben gerade mitbekommen, dass der Lohn bei Zahlung der Fidya für die Leute, die gesundheitlich nicht fit sind, genauso ist, wie als ob er gefastet hat. Aber die Frage ist eigentlich, wie ist dieses Fidya zu entrichten? Und sollte nach der Fidya-Zahlung im Ramadan gefastet werden? Also kann man also beides machen oder reicht es auch, wenn man das Fidya gezahlt hat oder reicht es, wenn man gefastet hat und dazu nochmal, um extra Segnungen zu erlangen, dann nochmal das Fidya zahlt? Bismillahirrahmanirrahim. Wie schon bereits am Anfang erwähnt worden ist und auch Usman Sabes erwähnt hat, dass Fidya eigentlich für diejenigen ist, die gar nicht in der Lage sind zu fasten. Das heißt, dieses Fidya ist quasi eine Spende, die darauf gespendet wird, zu Bedürftigen zu geben. Wenn wir jetzt uns mit der Geschichte des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschäftigen, dann bekommen wir zu wissen, dass der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam immer selbst, als er zu den Leuten gegangen ist und selbst nachgeschaut hat, wer was benötigt und hat es selbst getan. Und auch während der Amtszeit von Hazrat Umar radiallahu anhu,
ist er auch selbst persönlich Haus zu Haus gegangen und hat nachgeschaut, wer was benötigt. Das heißt, wenn in der ersten Linie ist es klar, dass man die Fidya auch selbst zahlen kann. Und wir leben ja zum Beispiel hier in Deutschland, wir leben in solch einem Staat, wo alles so geregelt ist. Da sind nicht Leute so bedürftig, wie es in den anderen Ländern ist, zum Beispiel in Afrika die Situation ist. Oder zu der damaligen Zeit die Situation ist, zu welcher während der Zeit des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deshalb ist es hier so, bei uns zum Beispiel in der Jamaat haben wir ein System, dass wir einen Amtsinhaber für Spenden haben. Und deshalb diejenigen in Deutschland zum Beispiel oder auch in Großbritannien ist es so, diejenigen, die nicht in der Lage sind zu fasten, die geben dann dieses Fidya zum den entsprechenden Finanz für den zuständigen für die Finanzen und so alles. Für das Geld zuständig ist. Genau. Ja. Die nächste Frage, also sollte man nach dem Fidya zahlen? Wie gesagt, ist ja eigentlich für diejenigen, die gar nicht fasten können, ist diese Fidya. Mhm. Aber es heißt so, dass ja eine gute Tat ist, dieses Fidya zu geben. Das heißt, man kann auch beides machen. Das heißt zum Beispiel, wenn einer finanziell auch in der Lage ist, er kann ja als dankbar für Gott diese Spende geben, dass Gott ihm die Möglichkeit gab, dass er überhaupt in der Lage war, gesundheitlich in der Lage war, dass er dieses Monat fasten konnte. Deshalb ist, wie ich bereits erwähnt habe, das ist ja auch eine gute Tat. Er kann auch beides machen. Und wie gesagt, für denjenigen, der dauerkrank ist, für den ist diese Fidya. Und man sollte sich aber auch dabei das anmerken, es sollte jetzt nicht einer dies denken, dass er jetzt finanziell in der Lage ist, deshalb soll er, gibt er diese Fidya und nicht fastet. Das ist nicht angeeignet. Also wie gesagt, also man sollte, man kann das beides machen. Man kann fasten und dabei auch nochmal die Segnung Allahs noch mehr zu erlangen, das Fidya zahlen, weil es sind ja auch sehr viele Leute, die gar nicht das Geld dazu haben. Ne? Also dass sie vielleicht morgens frühstücken, das Sari machen oder vielleicht abends zum Beispiel das Fasten brechen können. Ja? Und dieses Fidya hilft halt denjenigen, halt wirklich ein angemessenes Fasten zu machen. Ja? Also auch wirklich zu fasten mit einem Frühstück, mit einem Sari und auch am Ende dann des Fastens, wenn man das Fasten bricht, dann auch halt eine Nahrung zu sich nehmen können. Ja? Zakala, Muslim Sissab, wir bleiben jetzt auch zu den Leuten, die leider nicht fasten können. Es wird auch gesagt, dass einige Menschen, ja, meine nächste Frage ist an Sie, dass einige Menschen, die eine harte Arbeit nachgehen, also hier in Deutschland Chirurgen zum Beispiel, ja, die können aufgrund ihrer Arbeit halt nicht fasten, ja, weil die sind auch wirklich, wenn die zum Beispiel eine Operation gerade durchführen müssen, dann ist es ein bisschen schwer für die zu fasten. Wie ist es denn, wie sollen Sie sich denn verhalten in diesem Monat? In erster Linie muss man verstehen, dass jeder über sich weiß, über sein Gemüt Bescheid weiß und er weiß, was für Kräfte und was für Möglichkeiten er hat. Ne? Und jede Absicht wird nach, jede Tat wird gemäß der Absicht beurteilt. Mhm. Also innamal amalu binniyat, jede Tat wird gemäß der Absicht beurteilt. Und jeder kann für sich selber beurteilen. Jeder hat ein Gewissen. Wenn ein Chirurg sagt, und er meint es ernst, dass er während dem Fasten überhaupt nicht in der Lage ist, die OP erfolgreich zu durchführen, und er hat Konzentrationsschwächen, und die Gefahr ist so groß, dass die OP schieflaufen könnte. Mhm. Und dass der Patient Folgeschäden haben könnte, dann muss er besser wissen, ob er dann in der Lage ist zu fasten oder nicht. Mhm. Aber wenn es nur eine Ausrede ist, ja, dann weiß Gott, was in den Herzen der Menschen ist. Ja, dann wird er dementsprechend auch beurteilt. Ja. Aber wenn ein Chirurg mit bestem Gewissen sagt, dass er nicht in der Lage ist, überhaupt nicht in der Lage ist, eine OP durchzuführen, dann wäre es angebracht, dass er versucht, seine Schicht zu wechseln. Dass er versucht, dass jemand ihn vertritt in der Zeit, wo er fastet. Dass er vielleicht dann die Nachtschicht übernimmt. Ja? Dass er irgendwie versucht,
das Fasten einzuhalten und daneben seine Arbeit auch nachzugehen. Ja? Aber wenn es überhaupt nicht geht und es überhaupt keine Möglichkeit gibt, dass er seine Arbeit aufgeben kann, dass er unbedingt seine Arbeit nachgehen muss, dann, wie gesagt, innamal amalu binniyat, dann weiß Gott besser, in welcher Lage er ist. Genau. Aber das heißt immer noch nicht, dass er, wenn jetzt in diesen Tagen nicht fasten kann, ja, dann sollte er das auf jeden Fall nachholen. Natürlich. Ne? Also, genau. Und wenn er ein anderes Einkommen hat, ja, dann sollte er für diese Tage seine Arbeit widmen, ja, oder auf seine Arbeit verzichten. Aber wenn diese Arbeit, die besagte Arbeit, seine einzigste Quelle Einkommensquelle ist und er ist darauf angewiesen, dann muss er natürlich arbeiten. Ne? Dann muss er gegebenenfalls auch auf Fasten verzichten. Aber wie gesagt, er muss diese Fastentage später dann nachholen. Also man kann das schon eigentlich vorplanen, ja, was man jetzt hat. Also man kann vielleicht seine Urlaubstage vielleicht in diesem Monat irgendwie nehmen und so. Aber das ist planbar. Aber wenn es zum Beispiel nicht der Fall ist, ja, wenn er nirgendwo die Möglichkeiten hat und der muss in diesen Tagen fasten oder hat nicht den Urlaub bekommen oder so, dann soll der auf jeden Fall die Fastentage nachholen, ja, wenn er gesund ist, ja. Und ja, Zakalos Mansab für diese ausführliche Antwort. Meine nächste Frage ist an Mustanzer Metzab. Wie Sie wissen, in manchen Gebieten im nördlichen Polarkreis ist sie, wo die Sonne nicht untergeht zum Beispiel. Ja? Da ist 6 Monate Tag und dann die nächsten 6 Monate ist wieder Nacht. Ja? Wie haben sich die Fastenzeiten da einzuschätzen? Also wie muss man dann dort ungefähr gucken, bis wann man fasten sollte, von wann man anfangen sollte und wo man dieses Fasten beenden sollte? Allah hat uns im Heiligen Koran eine Grundregel vorgeschrieben. Und das ist so, dass nach dem Isha-Gebet bis zum Fajr-Gebet Dunkelheit herrschen sollte. Und dann heißt es morgens beim Essen, also beim Seri machen, heißt es, dass man so lange essen sollte, bis der weiße Faden von dem schwarzen Faden der Morgenröte zu unterscheiden ist. Das ist dieses Grundgesetz, das uns Koran vorgeschrieben ist, dass man so lange also Sadi machen muss, bis der weiße Faden von dem schwarzen Faden der Morgenröte zu unterscheiden ist. Wie ich auch bereits erwähnt habe, falls es der Fall ist, dass es diese Dunkelheit herrscht und man diesen weißen Faden von dem schwarzen Faden unterscheiden kann, so sollten diese Leute in diesen Gebieten auch dann dementsprechend fasten. Das heißt aber, der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, falls es gar nicht dieser Fall ist in diesen Gebieten, wie es auch in der Frage schon eigentlich, sage ich mal, teils beantwortet ist, einzuschätzen, für den sagte der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, solche Leute sollten ihre Zeit einschätzen. Das heißt, für diese Leute, die in diesen Gebieten sind und gar nicht der Zustand kommt, dass man den weißen Faden von dem schwarzen Faden der Morgenröte unterscheiden kann. Dann sollten diese Leute gucken in dem naheliegenden Gebiet, wo es dieser Zustand ist. Sei es jetzt auf 100 Kilometer, wo immer auch im naheliegenden Ort dieser Zustand herrscht. Diese Leute sollten dementsprechend nach gucken, wie es dort die Plan ist. Und dementsprechend sollten sie mit einer Abschätzung in ihrem eigenen Gebiet diesen Zeitplan für Fastenbrechen und Sonnenuntergang erstellen. Okay. In dem Sinne möchte ich auch das hinzufügen, dass einige Leute dann auch diesen Gedanken haben, dass da es dieser Zustand gar nicht bei uns herrscht, so fasten wir nach Mekka oder Medina. Und das ist eigentlich auch nicht in Ordnung, denn man muss sich so sehen, falls ich jetzt in diesem Gebiet lebhaft bin, wo dieser Zustand ist. Und bei mir zum Beispiel heute der Ramadan begonnen hat, aber in Makkah erst morgen beginnt. Das heißt, ich werde ja dieses Einfasten verpassen. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht angebracht, dann nach entsprechend Mekka oder Medina zu fasten. Wie ich bereits erwähnt habe, dann sollten diese Leute gucken in dem naheliegenden Gebiet, wo dieser Zustand herrscht. Und dementsprechend sollten sie dann hin. Sag uns, was ist das?
Kommen wir direkt zu unserer nächsten Frage, Usman Sab, die ist an ihn gerichtet. Eine Frage, die sehr oft auch gestellt wird und da das eigentlich nur den Frauen betrifft. Wie ist es denn für die Frauen, die während dem Ramadan die Regelbuch noch einsetzen zum Beispiel? Ja, muss dann die Fastentage dann nachgeholt werden? Und wenn das zum Beispiel im Monat Schawal ist, ja, da hat man auch nochmal sechs Tage zu fasten im Monat Schawal, kann man aus halt eine Wafel, aus einer Wafelgründen kann man dann auch mal fasten, diese Schawal-Fastentage. Sollte die dann in diesen Tagen nochmal das Fasten nachholen oder erst danach? In der Regel ist es so, dass wenn die Regelperiode einsetzt, während man am Fasten ist, im Laufe des Tages, dann ist das Fasten sozusagen beendet. Ja, ja. Die Frau darf dann nicht mehr weiter fasten und für sie ist das Fasten beendet. Sie muss dann diesen einen Tag oder dann die darauf folgenden Tage, wo sie dann auch ihre Regelblutung haben wird, später nachholen. Mhm. Ja, genau. Später, wann sollte sie das dann nachholen? Während? Also wenn sie sagt, ich möchte auch diese Schwal-Fastentage auch fasten? Sie kann diese freiwilligen sechs Tage nach Ramadan, die man im Monat Schwal einhält, sie kann diese Tage als freiwillige Fastentage benutzen. Mhm. Und dann später, sie hatte das ganze Jahr diese versäumten Tage nachzuholen vom Monat Ramadan. Ne? Wenn sie diese Regelblutung hatte im Monat Ramadan, ich sage mal 5-6 Tage oder mehr oder weniger, dann hat sie das ganze Jahr diese Tage nachzuholen. Aha, okay. Zaklas Masab. Also sie kann das dann nach den Schwaltagen dann eventuell dann nachholen. Ja, die hatte dann das ganze Jahr über. Man sollte dann auch versuchen, schnellstmöglich diese vor den nächsten Ramadan auf jeden Fall die Ramadan-Tage nachholen. Ja. Mustanzisab, meine nächste Frage ist an Sie. Häufig hat man das, auch bei den Kindern sieht man das öfters, da isst ja aus Versehen jemand und dann sagt er, oh, mein Fasten ist jetzt gebrochen, was soll ich machen? Ich habe aus Versehen was gegessen. Was sagt denn der Islam dazu? Ich meine, man... Vor allen Dingen in den Tagen, in den Anfangstagen, ist es so, dass man halt vergisst, dass man gefastet hat und dann isst man auszusehen was. Was sagt denn der Islam denn dazu? Der Islam sagt dazu, dass wenn jemand aus Versehen was isst, dann bleibt das Fasten bestehen. Mhm. In einer Überlieferung kommt, dass der heilige Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam sagt, dass derjenige, der aus Versehen was isst, der sollte jetzt nicht in Besorgnis geraten, ob jetzt mein Fasten besteht oder nicht. Er sagte nein. Wenn er aus Versehen was isst, dann bleibt dieses Fasten bestehen. Wieso? Weil dies eine Einladung quasi vom Gott war. Deshalb bleibt sein Fasten bestehen. Es wird sogar bis hierhin gesagt, dass wenn jemand sieht, dass einer jetzt was isst, aus Versehen, versehentlich was isst, und der andere weiß es, dass er beim Fasten ist. So sollte derjenige, der ihn sieht, ihn auch nicht stoppen und sagen, was machst du denn da? Du bist hier am Fasten. Wie ich bereits erwähnt habe, dass der Heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam erwähnte, er sagte, dass ja dies quasi eine Einladung von Gott ist. Mhm. Deshalb, wenn jemand aus versehentlich was isst, so bleibt das Fasten bestehen. Ja, das ist aber dann falsch, wenn jemand sagt, ich habe jetzt aus Versehen was gegessen. Und jetzt sagt ihr, mein Fasten ist gebrochen, jetzt kann ich essen. Das ist dann quasi, dann bleibt dieser Fasten nicht mehr bestehen. Mhm. Solange er wirklich aus Versehen gegessen hat, solange bleibt das Fasten bestehen. Aber solange er bemerkt, dass es aus Versehen war und sagt, und dann jetzt weiter ist, dass ich hier schon mein Fasten gebrochen habe, dann muss er nochmal dieses Fasten. Es wird auch gesagt, dass es auch eine Einladung von Allah Ta'ala ist, ja? Mhm. Wenn ein Fastender aus Versehen etwas isst. Ja, also das ist dann schon von Gott aus eine Einladung. Okay, du hast gefastet, meinetwegen, ja. Dann ist es dann als eine Belohnung, kann man sich das ansehen, dass Gott dann jemanden zum Essen dann einlädt, ja. Ja, Usman Witzab, ich muss jetzt an meiner letzten Frage an Sie stellen, ja. Wir haben auch nicht mehr so viel Zeit. Aber hier in unserem Jamaati-System ist es ja so, auch in den anderen Gruppierungen oder muss man halt
eine Spende zahlen. In den anderen Religionen muss man auch irgendwie Spenden zahlen. Und bei uns wird das auch Janda gesagt, ja, also das Jamati Janda. Aber wenn jetzt zum Beispiel das Monat Ramadan kommt, ja, und jemand kann jetzt nicht fasten, aus gesundheitlichen Gründen, so muss er das Fidya zahlen, ja. Aber wenn derjenige auch gleichzeitig auch bei seinen Jamati Janda im Rückstand steht, was soll er dann machen? Soll er zuerst dann das Fidya zahlen oder das Janda zahlen? Ja. Es ist folgendes, dass derjenige, der nicht in der Lage ist zu fasten, wegen gesundheitlichen Bedenken oder wegen Reisen, dann soll er ja Fidya zahlen. Die Ersatzleistung. Und diese Ersatzleistung ist eine Pflicht für ihn. Und diese Ersatzleistung sollte ja eigentlich am besten vor Ramadan, vor dem Monat Ramadan entrichtet werden. Ja? Oder während dem Ramadan. Und für Janda hat er das ganze Jahr Zeit. Er kann seinen Rückstand auch später begleichen. Seine Defizite kann er auch später begleichen. Deswegen sollte er zuallererst Fidya zahlen, und Fidya sollte seine Priorität sein. Okay, also das Fidya, wie gesagt, das ist ja jetzt nur für den Monat Fasten gedacht. Ja. Dann sollte er das ruhig auch vorher erzahlen. Man sollte das versuchen, vor dem Monat Ramadan zu zahlen. Für den Janda hat er das ganze Jahr über Zeit, ja, genau. Dann kann er das auch nachher zahlen. Ja. Zakallahu aus Mansab, liebe Zuschauer, wir sind jetzt an das Ende unserer Sendung angelangt. Hier möchte ich mich auch bei den Gästen bedanken, die sich Zeit genommen haben und von Weitem hierher gereist sind, um unsere Fragen zum Thema Ramadan zu beantworten. Es ist wichtig, dass wir im Monat Ramadan mit voller Motivation fasten. Und die Motivation bekommt man erst dann, wenn man den wahren Sinn und Zweck von diesem Monat versteht. Wir sollten stets dafür beten, dass Allah uns die Kraft gibt, auf der besten Weise im Monat Ramadan zu fasten. Mit diesen Worten verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.